Hallihallöchen hier draußen, ich bin's wieder, euer CyberZB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daddy Skins. Das Ganze ist sponsored, Gambling ist ab 18, passt daher auf, gamble nur mit dem, was ihr übrig habt, wenn ihr schon gamblen wollt. Und wenn ihr das tut und ihr wollt mich unterstützen, geht hier aufs Plus, wählt irgendwas von den Zahlungsmöglichkeiten hier aus, geht hier bei Partner Promo Code drauf und gebt einmal CyberZB ein, anwenden. Und schon unterstütze mich bei dem Ganzen. Natürlich kann ich meinen eigenen Code nicht benutzen. Wäre ja gelacht, wenn schon. Wir gehen rein, machen mal ein schönes kleines Battle auf. Ich hätte gesagt, wir probieren mal die Luck 50%. Einfach 10 mal rein da. Mal ein bisschen was anderes probieren. Ja, gehen in Team Red rein da. Let's go, gib ihm. Schauen, was wir mal rausbekommen. 50% Luck, Ah, die zwei Bots, die zwei meinen, okay, sie wissen, was sie ziehen. Wir beide wissen nicht, was wir ziehen sollen, aber hey, kann ja nur besser werden. Mal schauen, ob wir die 50% öfter hätten. 16 Euro kostet das Battle. 10 Cases sind's. Ja, we will see, ob so eine Nightmare mal reinschadet oder schöne Shadow Daggers Marble Fade. Ein schönes Dream Knife. Na, eine Cyrex, okay. Ja, da gehen wir gut ins Lead. Da haben wir mal kurz so die Lederhose rausgeholt. Ich hoffe auch, die bleibt. Der Anton geht uns ein bisschen an die Bälle. Mit Frederik zusammen. Ist aber nicht, glaube ich, so high wie wir beide zusammen. Das ist schon mal gut. Die beiden haben 14. Wir haben knapp 16. Wir haben 16. Heißt, ich see you later, Alligator. Und damit haben wir uns gerade ein gutes Profit geholt. Jetzt dürfen die halt nur nicht nachpullen. Ja, schön. Wow, das Battle sieht aus, wie ob es unseres wäre. Wär schon mal ein schöner Start, ne? Easy Jeezy. Der Magneto hat uns das gecarried. Das waren 23. Ein bisschen Profit haben wir geholt. Wir verkaufen das Ganze jetzt nochmal und gehen jetzt da einfach herein mit der Case, weil die sieht eigentlich nicht mal so unspektakulär aus. Wie ist sie denn da? Ist sie? Gehen wir einfach rein mit 12 Mal. Dann gehen wir in den Teamfight. Team Size komplett hoch. Wir gehen in Blue. Ah, okay. Nur 10 Cases. Hallo? Der Minus-Button funktioniert irgendwie nicht. Okay. Auf geht's, dann machen wir es halt nur 10 mal auf. Das, okay, es sind 160 Cases. Ich verstehe nun warum. Glückszahl 7 war ein glatter Headshot auf den Gegner. Come on, Team. Wir müssen hier beweisen, dass wir es drauf haben. Wir wollen die 160 Cases öffnen. Let's go, gib ihm. Ja, da merkt ihr schon mal so 16 Euro, 160 Cases. Wird so durch 8 geteilt, aber. Wenn da was Schönes rausdroppt, nochmal die 7, come on, please. Ah, okay, nee, doch nicht. Ja, dann halt die 9. Please. Nee, er hat uns wieder gehittet. Jetzt wird's interessant. 8. Das war der Fußschuss. Dann kann es nochmal die 10 sein. Naja. Okay, waren beide Füße. Perfekt. Nee, aber so kannst du mal 160 Kisten grinden. Das könnte halt schon Profito sein. Die 9 ist das. Come on, please. Perfekt. Ein Bot gegen 3. Defeated. Perfekt. Die 160 Cases gehören uns. Und jetzt dürfen wir zuschauen, wie die Cases hier aufgehen. Daddy Skins noch immer so eine krass coole Seite. 8,99. Schöner Pool. Nochmal 8,99. Okay, 10er. Hot, die Bulls, die lohnen sich tatsächlich. Ist die Lucky Case hier wirklich lucky? Ja, 3,46 wieder. Ja, jetzt kommt es halt die ein paar Mal, aber. Die Nightmare mit dem 10er. Und wir sind erst bei 40 von 160 Cases. Schaut das aus nach einem Profito oder eher nach. Wir holen uns Cashback. Das werden wir gleich sehen. Ja, jetzt sind wir bei 60. Aber 80 Stück wissen wir dann schon mal so circa. Ja, okay, Cashback. Ich meine, der Cashback für jeden ist jetzt schon. Also, wenn wir auch so durchfahren. Dann nochmal 98, sehr schön. Ja, wo ist denn das Knife? Come on, please. Drop it to us. So ein schönes Sniff.
98, da ist sie nochmal. 60 Cases haben wir noch vor uns, das ist ja ein ewiges Ding. Wir sind jetzt schon bei 200, passt. Also, ja, der Total Win macht schon was gut her. Die hättest du dir schenken können, die nehme ich natürlich. Die drei Skins hier nehme ich sehr gerne. Und nochmal eine Mortis. Okay. Wo ist das Knife? Come on, give me mit den Knife. Einmal so ein Knife Pull jetzt am Schluss rein. Den letzten 20 Cases, please. Ah, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das Knife, das müssen wir leider abschreiben. 5 Cases haben wir noch. Perfekt, 257, das ist echt nicht mal so schlecht. Wie viel haben wir bekommen? 32, 12 für $16. Das geht krass klar. Das verkaufen wir nochmal alles. Jetzt gehen wir natürlich für euch was an. Und zwar die Races. Vergesst nicht teilzunehmen, wenn ihr mal auf der Skin spielt. Da könnt ihr nämlich ein bisschen wagern. Und umso höher ihr wagert, die ersten 5 Plätze bekommen den Pool von $2000 ausgezahlt. Lohnt sich natürlich. Und wenn ihr dann auch noch Glück habt und in der Case was Dickes zieht, so wie wir jetzt da nicht. Oh, verdammt, ich dachte, die Prince kommt rein. Huch, das wär mir plötzlich warm gewesen. Aber könnt ihr auch noch geil was abstauben? Was natürlich auch nicht von schlechten Eltern ist. Jetzt mal kurz hier gucken. Gibt es eine neue Case? Nein, tatsächlich nicht. Jetzt öffnen wir mal die einmal auf gut Luck, dass wir vielleicht was Gutes rausziehen. Ja, nee. Sieht mit einer Desert Eagle Knight aus. Eine Chance bekommst du noch. Please. So eine Medusa. So nach einmal Hype. Oh mein Gott, das wäre. Die wären aber auch schön gewesen. Nein, wir bleiben auf der Knight sitzen. Die behalten wir uns jetzt aber auch. Und schau mal kurz weiter. Was haben wir hier noch? Hier ein Thresher. Vis-a-vis. Kam einmal ein 5er Bull. 44 kam auf Good Luck. Give me something good. Aber das sieht man nicht. Oh, die vielen Jack. Nein, du bleibst nicht da. Point Desiree hat ein bisschen was rausgecarried, aber nicht viel was. Das heißt, die behalten wir uns mal. Und die 4 drehen wir hier auf für den Upgrader gleich. Aber wirklich positive Pulls waren das jetzt gerade noch nicht. Das falsche Knife Tiger Tooth, das wär ein Träumchen gewesen. Das war ein kompletter Katastrophenpull. Das heißt, nochmal alles verkaufen und ein Pull bekommst du jetzt noch von mir. Wenn nicht, müssen wir gute Dinge weinen lassen und weiterziehen. Ja, die zwei Knives, da hätte ich beide gern genommen. Aber natürlich nicht. Dich bleiben wir, dich verkaufen wir. Dann gehen wir schon mal in den Upgrader rein. Nehmen unsere Skins hier, machen auf dem schönen mal 2er. Das ist ein bisschen zu viel. Hallo? Machen wir mal 150. Die Run and Hide. Auf geht's, come please. Haben wir hier ein gutes Karma? Sehr schön, da haben wir sie. Die Run and Hide P90. Das heißt, wir farmen uns jetzt noch ein bisschen ab. Indem, dass wir. Puh. Einmal den Neo Thresher aufmachen. Auf Good Luck für die Hot Rod. Ich spüre sie, ich fühle sie, ich liebe sie. Oh, das ist Autotronic. Nein, du bist zu schnell, ne? Das ist ein schmerzhafter Schrei. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber Red Mystery. Einen schönen Mal 5er. Und jetzt hoffen wir auf einen guten Pull. Wenn nicht, weiß ich noch, welche Case jetzt auch noch schön 1, 2. Wow, die Welcome to the Jungle. Blick doch einfach rein und sag Hallöchen, Boböchen. Aber nee, du sagst ja, geh nach Hause. Wir gehen jetzt da hier auf All Cases und öffnen eine lang versteckte Kiste, der wir schon lange keine Chance mehr gegeben haben. Biber, zweimal. Let's go, komm. Enttäusch mich nicht. Gib mir dieses Current Bit Fade. Nee, du gibst mir nicht so tolles. Okay, akzeptiere ich. Aber vielleicht bringst du uns im Upgrader nochmal Luck. Dann schmeiß mir ja alles rein. Auf dem schönen mal 2er. Das ist auch schon wieder viel zu viel. Machen wir mal 400, dass wir an unsere Anfangsbalance wiederkommen. Roll over diesmal. Proceed, come on, please. Please. Sehr schön. Da sind wir wieder back to back, hätte ich mal gesagt. Das verkaufen wir jetzt nochmal, weil wir wären nicht der Gamble God, wenn wir nicht sagen, wir gamblen ein bisschen mehr. Das heißt, wir probieren jetzt da auf 220er Basis die Kiste viermal zu öffnen. Jetzt muss das Geld kommen, please. Ein schöner Vierer-Pull. Nein.
Ich verbrenne mir an der Kiste so hart die Finger. Aber so hart, 165 nochmal, come on, please. Dieses Mal aber komm. Irgendwas Schönes. Ach nee. Nee. Ah, ist bei Gott nichts Schönes dabei. Und jetzt wird's risky. Weil jetzt nochmal back-to-back zu kommen, wird schwierig. Jetzt nochmal auf die 400 Euro zu kommen, wird sehr schwierig. Wir bleiben auf Roll Under und hoffen, dass Daddy Skin sonst Sleep hat. Please? Nein, das war ein Fail. Man sagt immer, man soll es nicht übertreiben und man sollte eigentlich rausgehen, wenn es gut aussieht. Wir hätten die Balance wieder zurückgehabt, aber der Reiz, wie gesagt, in der Kiste irgendwann muss mal was kommen. Also, ich hoffe es natürlich, weil. Ja, so eine Low-Prozent-Chance ist hier gar nicht. Man ist halt, ja, auch so eine 1%, so eine 5%-Kiste, aber wenn es kommt, kommt schön. Und vielleicht kommt es beim nächsten Mal schön. Daher sage ich, ich bin so ein Cypress-LP. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nicht vergessen, Code Cypress-LP zu benutzen auf Dayskins. Bis zum nächsten Mal. Ciao.